Willkommen beim Pathfinder 2 Fanblog. Endlich ist der Abenteuerpfad Zeit der Asche als Modul für Foundry VTT bei Ulysses erschienen. Oh. Da ich das mit einer Gruppe spiele, online, brauche ich dir natürlich. Oh, die Art und Weise des Kaufens habe ich mittlerweile schon in einigen Videos gezeigt. Mittlerweile habe ich das gekauft. Ich klicke hier auf Installieren. Warte, dass die Installation durchläuft. Ja, 1%, dann sollte es gleich ein bisschen flotter gehen. Oder auch nicht. Gut, dann spulen wir ab hier einfach ein bisschen vor. So, kaum wartet mehr 7,5 Stunden, hat er auch das Modul installiert. Er sagt, er hat Abhängigkeiten, Babele und lang.de pf2e, die ich natürlich schon lang installiert habe. Ich gehe jetzt her und sage, ich möchte eine neue Welt erstellen. Die nenne ich Zeit der Asche. Spielsystem. Ich habe nur Pathfinder. Hintergrundbild wähle ich noch nicht aus. Den Rest auch nicht. Sage Welt erstellen. Und starte meine neue Welt. Betrete die als Game Master. Warte einen Moment, bis er sie initialisiert hat. Sagt mir hier ein Willkommen. Dann habe ich hier Spieleinstellungen. Das muss ich auf alle Fälle aktivieren. Das braucht wieder das da. Ich habe hier Zeit der Asche Abenteuerpfad. Der Rest wird aktiviert. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Das deutsche Monsterhandbuch nehme ich noch mit. Die Toolbox. Pointer and Pings. Pop-out. Und hoffe, dass alles, was ich jetzt hier aktiviere, auch funktioniert. Module aktualisieren. Sagt er mir ein paar, dass das Probleme verursachen kann. Gibt es eine Anleitung? Wofür weiß ich nicht so wirklich. Pointers und Pings. Jetzt hier noch mal Einstellungen anpassen. Und ja, doch, da ist jetzt einiges passiert. Module verwalten.
Kann ich mir jetzt sogar, das ist neu von Foundry, dass ich mir gewisse Sachen anschauen kann. Ist jetzt nur ein neuer Hintergrund. Ich melde mich mal ab. Gehe wieder neu rein. Bin gerade etwas verwirrt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass ist alles Mögliche drin. Aber habe ich nur eine Anleitung. Das zeigt er mir aber nicht an. Auch hier weitere Szenen zeigt er mir nicht an. Aber vielleicht zu viele Module. Nehmen wir tatsächlich mal alles weg. Was er, wo er sich eventuell drüber beschweren könnte. Fehlt aber auch alles Mögliche. Ja, das verwundert mich jetzt ein wenig, weil eigentlich sollten jetzt hier die ganzen Karten und alles dran sein. Notizen. Ich habe die Zeit der Asche schon sind drin. Ah, hier haben wir. Jetzt kann ich importieren. Okay, dann gucken wir mal, ob das auch geht, wenn ich die anderen Module wieder anhabe. Weil bestimmte Dinge sind einfach wichtig für mein Spiel.
Also Companion. Abenteuer. Und da brauche noch einen Moment. Also, Höllenritter Hügel. Werden wir importieren. Und das Bestiarium werden wir importieren. Dann gucken wir mal. Da hat er jetzt einen Ordner Zeit der Asche. Kapitel 1. Also wir haben hier auch eine Startseite, auf die wir gehen können. Ja gut, die sieht nicht besonders toll aus, aber wir haben hier auch einen Bruchhügel. Und das zeigen wir mal in der Navigation. Und haben hier die Karte von Bruchhügel, die es ja auch in den Spielerleitfäden gibt. Und es gibt weitere Karten. Ich vermute mal ganz stark, dass es auch die entsprechenden Monster gibt. Wir können ja mal die Ratskammer aktivieren. Das ist das erste Abenteuer. Es gibt die Ratskammer und es gibt entsprechende Monster-Token. Das scheint er alles importiert zu haben. Und dabei lasse ich es jetzt auch erstmal, weil alles andere wären Spoiler für Leute, die das Abenteuer nicht gespielt haben. Sieht aber schon entsprechend gut aus. Ich werde mir jetzt die anderen Sachen noch angucken. Wir sind mittlerweile im dritten Kapitel, von daher werde ich die ersten beiden Kapitel jetzt importieren. Und dann können wir schauen, kann ich vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie die anderen aussehen. So, ich habe jetzt noch die Kapitel 2 und 3 importiert, habe mir ein bisschen was angeschaut und muss sagen, ja, sehr gelungen. Klar, man hätte immer noch was besser machen können. Ich meine, es ist bekannt, dass die Spieler eine Zitadelle in diesem Buch aufbauen, wieder aufbauen können. Die hätte man jetzt noch in einer anderen Form mit reinbringen können. Aber grundsätzlich sehr, sehr schön gemacht. Alle Monster, alle Items drin, alles, was man braucht, die ganzen Fähigkeiten und gerade auch die Spielelemente rund um die Zitadelle sind nochmal drin. Ja, kann man nicht, wirklich nichts Schlimmes drüber sagen. Sehr gelungen, definitiv das Geld wert. Ich werde mir jetzt noch meine Spiele entsprechend rein importieren und dann können wir hier bei der, beim nächsten Abenteuer weitermachen und ich habe keine Arbeit mehr. Das ist wirklich super. Vielen, vielen Dank. Hat sich definitiv gelohnt.